Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und da kommen jetzt also die Teams auf den etwas feuchten Rasen, denn es regnet, nieselt hier so ein bisschen. Die Regenschirme sind auch ausgefahren, aber das lässt sich alles noch aushalten. Muss man sagen, 1,77 groß, aber der hat wirklich eine sehr, sehr ordentliche Sprungkraft. Und jetzt wieder mal Bocholt und der erste Abschuss und das Tor! Das 1:0 für den FC Bocholt. Nach nicht mal 5 gespielten Minuten, da geht es mal schnell über die rechte Seite. Und der Abschluss ist natürlich auch sehr, sehr gut. Müsste Jan Wellers gewesen sein, der Rechtsverteidiger, der da aufgerückt ist. Der einzige Spieler, der da so ein bisschen ausrückt und daneben situativ auch die Außenstürmer und jetzt die Riesengelegenheit für Wegberg. Big! Wahnsinn! Riesengelegenheit durch Finn Stromberg. Läuft er alleine aufs Tor zu. Will ihn da ins lange Eck schieben oder zirkeln und der nächste Fehler von Bocholt. Wieder Stromberg, rechts läuft Braun. Hat den Ball, der Linksfuß. Will es dann zu verdribbelt machen. Aber die Reinkabe kommt trotzdem und Kliffisch sorgt hier für den Ausgleich. 1:1 nach 18 Minuten. Marc Kliffisch, Saisontreffer. Nummer 3. Hat das genau geahnt, wo der Ball von Braun hinkommt. Meier. Fuck, wo geht er voll drauf? Ja, ist am Ende dann zu spät. Richtige gelbe Karte für mein Empfinden. Und jetzt gibt es die gelb-rote Karte für Malek Fakro. Das gibt's doch nicht. Bekommt da erst gelb, weil er zu spät kommt. Und dann wegen Meckern bzw. der anhaltenden Diskussion muss der Top-Torjäger von Bocholt hier ganz, ganz früh das Feld verlassen. Der Ball kann natürlich auch ein Mittel sein. Und wieder Kampmann. Versucht's mal. Ja, warum nicht? Aus der Distanz offensiv setzen zu können. Jetzt mal schön gespielt von Wegberg Beek. Das ist Hofmanns. Versucht's mal auf der Distanz. Warum nicht? Besser als Jan Holdak das vielleicht kann, aber Fußball spielen kann Holdak natürlich trotzdem. Schöner Ball und der nächste Abschluss für Bocholt durch Marvin Lorch. Dann schauen wir uns nochmal diese Chance hier an. Jan Holdak spielt der Marvin Lorch wirklich sehr gut frei, aber dann ist der Winkel einfach kein Kapital draus schlagen. Ball aber doch noch heiß. Das ist Kleinfisch. Zieht ab. Natürlich zieht er ab. Das kann er ja auch gut. Ball immer noch heiß, aber das ist wieder Lorch. Könnte es mal versuchen. Will es dann noch spielerisch lösen. Und Holdak, Jan Holdak. Und kein Elfmeter gepfiffen von Felix Weller. Schauen wir uns die Situation nochmal an. Lorch bedient da seinen Mitspieler. Dann ist es der Tunnler. Ah, weiß ich nicht.
Kontermöglichkeit über Finn Stromberg und eine richtig klasse Grätsche von Brian Kampmann. Schauen wir uns nochmal diese wunderbare Grätsche an von Brian Kampmann. Exzellent. Kein Foul, ganz klar. Das sieht man wirklich gerne. Mal kurz, Kampmann. Wieder ein Abschluss, nicht allzu gefährlich. Jetzt die Möglichkeit für den Gegenstoß. Braun. Hasani, der neue Mann, San Jose. So eine taktische Variante, so ein taktisches Foul natürlich. Sehr klug jetzt also, der Freistoß kommt wesentlich besser. Und das ist das 2:1 für den FC Bocholt. Und es macht der eingewechselte Willi Reinke, der Joker. Der sticht hier aber sowas von. Wahnsinn. Ball kommt perfekt rein und Reinke weiß, wo er als Torjäger stehen muss, hält das Köpfchen hin. Und so geht Bocholt also hier in der 63. Minute in Unterzahl in Führung. Klar, wie gesagt, Bocholt zieht sich jetzt zurück und dadurch mehr offensiver Drang von Wegbeck-Beek. Das ist Post. Post bringt die Flanke und dann ist es das 2:2. Das hat nicht lange gedauert. Das ist die Nummer 9, Schwend Hasani. Nach einer sehr guten Flanke von Norman Post, der sich da überlegt, den Ball nach links vorlegt, den Ball reinspielt und somit also die direkte Antwort. Er wird natürlich hier gesucht. Seiner Dribbelstärke, seiner Geschwindigkeit. Und dann der Abschluss von Haris Mesic, der hier eigentlich eine Ecke noch haben will. Legt den Ball da gut vor. Und verzieht dann. Der Vorstoß von Stojanovic und der ist drin, 3:2 für Bocholt. Marco Stojanovic, der zieht einfach mal ab. Traut sich das zu und das sind bestimmt 22, 23 Meter und Ron Meyer im Tor von Wegbergweg. Mit einer Drucksituation Hühne. Keine schlechte Flanke und der nächste Abschluss zumindest von Wegbergweg. Und die Bocholter Fans sind natürlich entsprechend gut gelaunt durch so eine Leistung ihrer Mannschaft. Angesiedelt und jetzt wieder über die rechte Seite. Kleefisch. Ganz so ein ähnliches Tor, wie es jetzt eben nicht gefallen ist, hat der vergangene Woche gegen Aalen erzielt. Der Pass in den Rückraum und dann der Schuss fast aus der Drehung. Hier zieht er ihn eben drüber, aber gute Schusstechnik, die er natürlich hat. Nachspielzeit läuft bereits und wieder die Nummer 7. Dilda Atmaka. Immer noch Atmaka. Und aus ganz spitzem Winkel. Und Bocholt versucht jetzt natürlich jeden Mann hinter dem Ball zu bekommen. Außer Atmaka, der bleibt vorne. Lersmacher auf Post. Und das ist kein Problem für Lukas Brox. Aber schon ist Wegberg wieder vor dem Tor von Bocholt. Und Post
nochmal rein. Und Fox mit einer kleinen Unsicherheit, aber... Und Fox, was macht der denn da? Und der San Jose, hier sehen wir nochmal diesen Bock Kleefisch. Ja, der will den Ball natürlich annehmen und dann draufhalten, aber die Annahme ist da wohl ein bisschen. Wegbeck muss natürlich jetzt alles nach vorne werfen. Bühne geht da auch nach vorne. Und dann ist das Spiel vorbei. Der FC Bocholt gewinnt in Unterzahl mit 3:2 gegen Aufsteiger Wegberg Beek in einem Spiel, das wirklich ja, viel bereithielt. Jede Menge Tore, eine gelb-rote Karte, einige sehr, sehr knifflige Situationen für den Schiedsrichter Felix Weller. Und so ist es am Ende in Unterzahl ein Sieg für Bocholt, der dem Team vom Dietmar Hirsch sicherlich noch einen weiteren Push geben wird. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.